Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier bei unserem neuen Lager und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin, aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Ja, apropos. Ich würde auch gerne noch mal weiter in den Tagebüchern lesen von ihrem Vater, das machen wir auch noch, aber erstmal kümmern wir uns eben hier um die Fähigkeiten. Mache ich jetzt weiter mit Kämpfer oder Überlebender? Was haben wir denn bei Überlebender noch so? Listenreicher Kämpfe, Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr P. Leichtfuß, landen Sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden. Erhalten Sie Bonus-EP durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte, Herausforderungen. Finden Sie mit Überlebensinstinkt leichte Herausforderungsobjekte. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Dann gehe ich nochmal zum Kämpfer. Eisenhauze erleiden erheblich weniger Schaden. Effizienter Killer, Feinde, die durch lautlose Kills erledigt werden, werden automatisch ausgeplündert. Das ist natürlich auch praktisch, aber ich denke, noch können wir das selber machen. Vergrößertes Zeitfenster für einen Ausweichkonter, der bei einem erfolgreichen Ausweichkill Bonus EP einbringt. Ich versuch's mal. Duellantenreflexe. Vielleicht bringt uns das ja was. Wenn wir das nächste Mal in irgendwie so eine Situation geraten sollten. Da haben wir keine Fähigkeitspunkte mehr übrig. Wir können aber unsere Waffen noch upgraden. Und zwar den Compoundbogen. Aber haben wir den eigentlich fertig jetzt hier? Haben wir da alles gemacht? Ja, okay. Der ist also fertig. Jetzt können wir den neuen Bogen machen. Ein technisch hochentwickelter Bogen, der auf maximalen Schaden ausgelegt ist. Das wäre schön, aber ich brauche irgendwie die ganzen Zubehör noch scheinbar oder so. Hab erst 1 von 4. Was kann ich denn dann hier machen? Warum wurde mir das denn jetzt gesagt, dass ich hier was machen kann? Kann ich dann doch noch was bei dem machen? Gewachste Sehne. Inventar 12. Kosten 17. Aha. Und ich soll, warte, ein Wildschwein erledigen dafür und so? Mhm. Wachs bewirkt eine flexiblere Sehne, was ein sanfteres, schnelleres Spannen ermöglicht. Ja, das wäre schön. Aber das haben wir ja schon gemacht. Deswegen, hä? Was soll ich jetzt hier machen können? Ach so, klar, die Pistole, die kann ich machen. Hohler Schlagbolzen. Ein leichterer Schlagbolzen reduziert die Störanfälligkeit und resultiert in einer höheren Schussfrequenz. Mein Gott, was ist denn los? Mündungsbremse leitet die beim Feuern ausgelösten Gase, um den Rückstoß und das Anheben des Laufs zu reduzieren. Aufgrund des Reibungs und Ladens aus einem polierten Magazin wird das Nachladetempo erhöht. Ja, das machen wir mal. So, poliertes Magazin. Schneller laden. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist immer gut. Und was? Ich kann noch was machen beim Revolver. Echt? Echt? Okay. Ein leichterer Schlagbolzen reduziert die Schirnfälligkeit. Okay, wir machen mal hier hoher Schlagbolzen. Höhere Schussfrequenz. Immer noch. Und hier umwickelter Griff. Ein lederumwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit einer Hand, wodurch weiterhin nicht ausgeführte Nahkampfangriffe möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde. Das ist gut. Eine geschärfte Schneide ermöglicht der Klinge, tiefer in Lücken einzudringen. Nee, wir machen umwickelter Griff. Jawohl. Okay. Cool. Ach, dann machen wir es auch nochmal gleich. Na? Haben wir das geschafft? Super. Wir könnten natürlich jetzt auch nochmal unser Outfit ändern. Wenn. Ja. Moment mal, jetzt bin ich. Ja, ich bin mit den Waffen fertig. Gut. Wir könnten unser Outfit ändern. Ich überlege gerade, ob ich es will. Wollen wir das schon wieder? Ich glaube, wir bleiben mal nochmal eine Weile so. Ich finde das Outfit ganz passend hier für die Gegend. Dann. Ausrüstung. Können wir da irgendwas herstellen? Jäger, Köcher, Bababa. Nee, wir haben alles. Können wir nichts machen? Was ist mit Munition? Können wir da irgendwas machen? Geräuschlose Pfeile, Standardpfeile, die lautlos Ziel erledigen. Ja, hast du ja schon mal, ne? Voll, so.
Das können wir sowieso immer machen. Wollte ich noch irgendwas tun? Hier? Nee, glaub nicht. Nee, ist alles gut so. Gräber abgeschlossen. 0 von 3 abgeschlossene Missionen. 0 von 1 heraus und geschafft. 0 von 4 Truhen. Ja, das sieht noch alles sehr rar aus hier. Bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden. Mal gucken, ob wir noch weiterkommen. Und in diesem Part, wie gesagt, möchte ich auch noch ein bisschen mehr schaffen, was das Tagebuch angeht. So. Dann hopsen wir mal. Nach links, bitte. Sehr schön. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Für dieses letzte grüne... Nee, das ist da irgendwo. Ah. Unsere Seilpfeile. Wie gerne ich die jetzt schon hätte und den ganzen anderen Kram, den wir hoffentlich bald bekommen. Ich höre schon wieder die Wölfe heulen. Wo muss ich denn dafür hin? Ich muss da vorne irgendwo hin. Das gibt's ja nicht. Dann gehe ich jetzt nochmal... Oder kann ich hier irgendwie runter schneller? Nein, natürlich nicht. Hm. Hier geht es nämlich da zu unserem Hauptquest weiter. Und ich... Mann, oh, wie schön wäre das jetzt, wenn ich diese Seilpfeile könnte. Jetzt muss ich doch nochmal den komplizierten Weg nach unten gehen. Ja, ja, lass dich ruhig fallen. Ich glaube, uns passiert hier nichts. Kannst du hier auch nochmal runter? Hui, ein bisschen... Ja, tut ein bisschen weh, ne? Aber geht. Wo Wölfe sind, da ist bestimmt auch noch was für uns. So wie ich das Spiel kenne, kannst du mal diese Sicht ein bisschen länger bitte. Hallo, reagierst du mal bitte, Spiel? Dankeschön. Damit ich mal... Da vorne wollen wir hin, okay. Nochmal hier in den Bäumchen vorbei. Oh, wenn ich die Wölfe immer höre, dann wird mir ein bisschen mulmig immer. Was ist hier noch? Ah! Was habe ich gefunden? Irgendwas Tolles habe ich gefunden. Aber ich weiß nicht was. So. Das Häschen läuft auch schon weg. Aber es war doch irgendwo oben, wo ich hin sollte, oder? Ich bin ein bisschen orientierungslos hier. Kann das grüne Ding mal ein bisschen offensichtlicher mir sagen, wo ich lang soll? Und soll ich das hier oben abschießen? Ja. Alles klar. Aha. Habe ich jetzt irgendwie einen Grabeseingang gefunden oder sowas? Okay. Dann geh mal runter. Ich will jetzt mal wissen, was da kommt. Ja, geh runter. Drei von fünf Höhlen erforscht. Okay. Aber ich weiß immer nicht, sind die Höhlen auch die Gräber? Oder können die Höhlen auch Gräber sein? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Keine Frage. Ja, lass mal los. Geh mal da ruhig hin. Wir wollen wissen, was hier ist. Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie einen nageligen Eingang. Oh, dann habe ich vielleicht Glück. Dass ich mal eins gefunden habe jetzt wirklich. Hm. Hab nur ein bisschen Schiss immer hier. Dass ich hier irgendwie drauf gehe. Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Ich weiß es nicht. Ich möchte hier noch von diesem tollen Erz was abzwacken. Toll. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge von dem Zeug. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Oh, wir haben unser Griechisch verbessert, wie es scheint. Das ist schön. Das finde ich ja toll. Komm nun, finde doch mal wieder irgendwas in der Erde oder so. Okay. Es ist unheimlich hier. Ja.
Unbekanntes Gebiet, optionales Herausforderungsfeld. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Toll. Wir haben was gefunden. Das ist so toll. Endlich mal. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Die schauen wir uns mal an. Na? Weh, du findest jetzt nichts wieder. Wie genau soll ich sie mir denn noch angucken? Dann mach ich ganz nah ran. Ah, die Verstand. Da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Ja, schön. Ich verstehe immer nicht, warum das nicht funktioniert mit diesem sich angucken. Unsere Krone haben wir immer noch, die ja nicht ging. Also wenn die ihre Kletteraxt nicht hätte, dann weiß ich auch nicht. Geht's ganz schön tief runter. Jawohl. Jawohl. Schön. Und hier geht's noch weiter runter. Gott, bitte lass hier nicht irgendein Tier sein. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Und hier haben wir nichts, was wir noch herausfinden können. Schöner Anhänger. Noch was hier? Oh, hier ist richtig kalt hier anscheinend. Was ist das hier im Wasser? Hä? Was ist das? Ich glaube, hier kommen wir wieder raus. Oder so. Deswegen gehe ich nochmal da eben hin. Denn noch sind wir hier nicht durch, denke ich. Wow, okay. Können wir das irgendwie runterwerfen? Da an die Haken ran oder da ans Seil ran oder ins Wasser rein? Das sieht so unheimlich hier aus. Wie so ein stählerner Oktopus. Okay, kannst du hier rauf? Oder an das Seil, wie gesagt, irgendwie ran? Irgendwo ran? Muss eiskalt sein, das Wasser. Dann machen wir es hier. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Los geht's. Okay, fallen lassen. Das ist sich von einer Kante fallen zu lassen. Ja, jetzt. Okay. Das war toll. Das hat ja geklappt. Ein Ölfass. Kann ich hier auch wieder was machen? Ja. Jawohl. Aber komisch, dass das Ding sich entsprengt sozusagen. Also, dass es überhaupt Feuer fängt, weil wir haben ja keine Feuerpfeile. Es war ja nur Öl. Naja. Sie sagt leider nichts. Wir sind hier... Wo sind wir überhaupt? Gute Frage. Ach, hier ist unser Holzfällerlager und hier haben wir schon das nächste Lager gefunden und hier ist der geschützte Grat. Da waren wir zuletzt bei dem Lager, damit man uns ein bisschen Ahnung hat, wo wir überhaupt sind. Und da sollen wir eigentlich hin. Nur für die Kommunikationsgeschichte müssen wir auch noch irgendwo hin. Okay, schön. Freuen wir uns, dass wir das geschafft haben. Aber es geht noch weiter. Das Wasser erodiert alles. Mit dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Alte Zisterne.
Uiuiui. Kann ich da hin? Ja, kann ich. Okay. Schön. Und ich kann auch da oben hin. Ich will mal runter. Ich denke, das ist okay. Och, ich muss mal mehr Screenshots machen. Es ist so ein schönes Tomb Raider-Feeling gerade. Es erinnert so tatsächlich auch an die alten Spiele mal. Was ich schön finde, denn der vorige Tomb Raider-Teil, finde ich, der hatte auch was Eigenes. Und dieser hier ist ja sehr stark daran angelehnt. Aber dieser erinnert von der Atmosphäre und von der Musik her so ein bisschen an die alten Spiele. Was ich sehr schön finde. Immer wenn man früher was gefunden hat, kam auch immer diese mystische, schöne Musik. Toll, dass das hier auch wieder da ist. So mit Gräber finden, das Adventure-Feeling auch hochkommt. Ich würde nur gerne wieder hochkommen. Aha. Hier kann ich hoch, glaube ich. Ja. Okay. Nee. Wie blöd. Das ist ja blöd. Dann gehen wir weiter. Was schwimmt hier? Ist hier gerade was geschwommen im Wasser? Sah das nur so aus? Sah wohl nur so aus. Wo muss ich jetzt hin? Okay. Aua. Das war nicht so toll. Noch ein paar Pfeile. Diese Tür. Sie hält das Wasser zurück. Ja, jetzt habe ich aber das Öl. Alles klar. Okay. Schön, dass es wieder auftaucht. Obwohl man es eigentlich kaputt geschossen hat. Gut. Jetzt muss ich aber weg hier. Nein, runter. Ich wollte nicht tauchen. Aber du kannst hier noch hin, okay. Ja, aber hier kommen wir ja nicht raus, ne? Und kann ich da jetzt durch? Durch die Öffnung? Ah, okay. Sieht so cool aus. Okay, hier ist jetzt dieses Rad. Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Hier haben wir auch noch ein paar Pfeile. Hier haben wir noch so ein paar von diesen Ölkanistern. Ja. Diese Plattform scheint mit dem Tor dort verbunden zu sein. Ja. Wenn man das darauf packt und das dann da vor das Tor zieht, kann man das, also muss ich das mit einem Pfeil machen oder soll sie das ziehen? Das muss ja irgendwie dahin gefrachtet werden, jetzt das Ding. So, schieb das mal. Nee. Ja. Dieses Floß. Wenn ich das jetzt hier sprenge, was passiert dann? Ich will das Floß da eigentlich weg haben. Die Klappe? Nee.
Oh, da oben ist noch irgendwas. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Juhu. Noch was gefunden. Ja, dann nehmen wir die noch mal noch mehr mit. Hier oben haben wir auch noch den... Moment mal. Lass mal das Ding los. Und dann gehen wir mal hier rum und schwingen uns daran. Vielleicht hilft das ja uns weiter. Diese Plattform scheint mit dem Tor dort verbunden zu sein. Ah, okay. Wo geht das jetzt hin? So. Und nur wenn ich das jetzt ansprenge, dann geht das in die andere Richtung. Moment. Nicht. Ja. Toll. Klasse. Okay, das müssen wir wohl nochmal machen. Es geht aber kurz in die andere Richtung, wenn ich das ansprenge. Ich werde mal die Kanister da noch drauf tun. Ja, der ist noch drauf gelandet. Schön. Die gibt es ja immer genug, glaube ich, an Vorrat. Die erscheinen ja aus dem Nichts nochmal. Sehr schön. Nicht den anderen runterkicken. Dankeschön. So. Jetzt könnte ich das wieder in die Luft jagen, aber das würde nicht viel bringen. Jetzt soll ich das da vorne hin tun und... Im Moment ist das ja auch still. Komme ich daher, dass ich das... Nee, schon mal dahin. Waren wir da jetzt eigentlich schon? So, bevor ich da nicht mehr hinkommen und hin will. Ja, ne? Ja, okay. Das ist ja wieder so typisch Tomb Raider eigentlich, ne? So dieses Rätsel lösen, überlegen, wie man weiterkommt und so. Es waren aber jetzt nur zwei Ölkanister. Ich weiß nicht, ob das reicht. So, jetzt geht das dahin. Und wir wollen ja irgendwie in der Mitte das freisprengen. Nehme ich mal an. Oder so. Oder? Oder genau im richtigen Moment... Hier, im richtigen Moment. Ja, genau. So. Okay, jetzt müsste ich durchschwimmen können. Jawohl. So, jetzt steigt das Wasser hier auch, ne? Wie weit steigt es denn überhaupt? Weit genug, dass wir im nächsten Part da durchschwimmen werden. Und ich bin froh, dass ich das Rätsel wieder geschafft habe. Wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Bis dann.